Moin, ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute Sonnabend. Ja, wir sind auch am Wochenende für euch unterwegs, wenn es geboten erscheint. Und hier gab es dann doch ein paar Hilferufe von Auricher Geschäftsleuten. Ja, ihr seht, was das hier mittlerweile im Moment ist in der Auricher Innenstadt, in der Fußgängerzone. Ein Parkplatz für Baufahrzeuge. Und da müssen wir jetzt doch mal reingrätschen. Ihr habt gerade schon gesehen, wie hier einige Geschäfte wirklich vom Lauf abgeschnitten sind. Da hilft auch dieser alberne sogenannte rote Teppich nichts. Der war nämlich zum Beispiel letzte Woche, als schlechtes Wetter war, nichts war anderes als ein Schlammfänger. Also diese Idee, wir rollen hier den roten Teppich aus, ist eine eher lächerliche, nimmt sowieso kein Kunde für voll. Und insofern muss ich sagen, es ist schwierig mit Rollstühlen, schwierig für Fahrräder. Und wenn man dann guckt im Hintergrund, könnt ihr sehen, da ist die Firma Rossmann. Da hat man es so eng gemacht, wenn sich da zwei Personen begegnen, wird es schon reichlich eng, geschweige denn zwei Fahrräder, am besten noch ein Kinderwagen und dann auch noch ein Hund oben drauf, dann ist das Chaos perfekt. Vor allen Dingen, weil einige Leute, die dann auch noch einkaufen, ihre Fahrräder wirklich genau in dieser Stelle abstellen. Ganz besonders schlimm auch vorne im vorderen Teil der Burgstraße. Jürgen hat das hier für euch im Schnittbild und ihr habt jetzt noch ein paar Bilder der letzten Tage, wie das hier ausgesehen hat. Eine menschenleere Wüste und ich muss ehrlich mal sagen, das, was hier im Moment passiert, geht dann doch schon an die Existenz. Und man fragt sich, warum ist hier eigentlich Freitagsmittag Schluss? Und Freitag um 13 Uhr, 13.30 fällt hier der Hammer, dann wird das alles weggestellt und alle gehen freudig nach Hause bis Montagmorgen. Hier wird nicht weitergearbeitet. Die Firma Strabag, die eigentlich pflastern soll, ja, wo ist die Firma Strabag? Die hat die Kolonne in die Focken-Bollwerk-Straße abgezogen, weil da waren auch alle am Schreien, dass es nicht weitergeht. Und jetzt geht es eben hier nicht weiter. Und das Ganze ist eine riesengroße Katastrophe. Was hat man hier für Versprechungen gemacht? Mitte März ist alles fertig und Mitte März ist alles toll und wir sind Mitte März, jetzt am 18. März, wir sind ja schon über Mitte März rüber, in einer Baustellensituation, wie sie eigentlich viel schlimmer gar nicht sein kann. Tagsüber rödeln hier die Bagger und die schweren Fahrzeuge hin und her. Wie gesagt, vorne die Burgstraße ist eine Sandkuhle und mittlerweile hat man sich hier also bis Höhe Tamaris dann jetzt vorgearbeitet. Und wie gesagt, ich kann die Kaufleute schon verstehen, dass die wirklich sauer sind jetzt und stinkig sind. Ich frage mich auch, wo ist hier eigentlich der Aufschrei des kaufmännischen Vereins? Das ist ja eigentlich die Interessensvertretung der Kaufleute. Warum ist da schon nicht längst ein Brandbrief losgelassen worden? Warum ist da immer nur die Politik der leisen Töne, oh Gott, bloß niemandem wehtun. Ja Leute, das nützt ja nichts. Eure Mitglieder des kaufmännischen Vereins, die gehen hier gerade am Stock, die gehen hier gerade auf den Knien und wie sagte mir einer vorhin, das kostet richtig, richtig Geld. Das ist richtig teuer, was hier gerade passiert. Dadurch, dass Baufirmen hier nicht entsprechend schnell arbeiten und nicht vernünftig vorwärts gehen. Und dann neulich auch, ich habe es kurz beschrieben, vor zwei, drei Wochen, vor Café Philipp fängt man also an, um 12.30 Uhr alles rauszureißen. Und um 13.30 Uhr stellt man die Maschinen ab und geht ins Wochenende. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eine große, große Katastrophe auch für die Kunden hier sich aufzuhalten. Die Situation, wenn man also vom Marktplatz in Richtung Burgstraße guckt, sieht optisch so aus, als ob hier gesperrt ist, da wo ich stehe, als ob hier dicht ist. Beim Bazi geht es dann gar nicht mehr weiter, so ist die Situation. Aber man hat auch nur noch wirklich einen 1,50 Meter breiten Durchgang vorm Rossmann. Und wie gesagt, das ist natürlich für eine Innenstadt und für einen normalen Publikumsverkehr viel zu viel. Und da muss jetzt dringend Speed rein. Ich muss da auch wirklich jetzt an den Bürgermeister appellieren. Lieber Horst Federmann, jetzt mal wirklich hier auch auf den Tisch hauen und sagen, so geht es nicht. Es nützt ja kein Baubüro, das einmal die Woche für zwei Stunden besetzt ist. Hier muss ja auch mal jetzt ein bisschen mit den Verantwortlichen gesprochen werden. Aurich ist eine einzige Großbaustelle, überall wird rumgerissen, nicht in der Verantwortung der Stadt in allen Teilen, aber Focken-Bollwerk-Straße, überall wird aufgerissen, überall ist auch viel, viel Fehlplanung, das, was die Menschen zu spüren bekommen und die Kunden und die Geschäftsleute natürlich auch, aber immer mal dran denken, auch die Gewerbesteuern werden abgebucht, die Finanzämter schlagen hier zu, das interessiert ja hier keinen, ob gebaut wird, Hauptsache es wird abgebucht, wer soll das noch erwirtschaften, wer soll diese Kohle im Moment
Moment noch reinholen. Riesenkatastrophe. Wir wollten nur mal kurz darauf hinweisen, in einem Sonder-Samstags-Special, wie das hier aussieht. Es ist traurig, es ist so nicht schön und hier muss dringend was passieren. In dem Sinne, Sonne kommt wenigstens raus, kann man noch einen Kaffee trinken irgendwo, wenn man sich denn hier durchschlägt. Ich wünsche euch was, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, tschüss.